Hallo. Hast du die Zahnfee gesehen? Die was? Jetzt lass mich mal hier. Hallo, herzlich willkommen. Hör auf, mich zu schucken. Hallo, herzlich willkommen zu The Witcher 3. Mein Name ist Franconia. Kennst dich aus? Danke fürs Einschalten. Wir sind hier in einem schönen Fischerdörfchen. Da hinten ist ein Knast. Da kommen wir aber nicht rein. Haben wir letzte Folge schon probiert. Ja, und dann haben wir hier mal ein bisschen gelootet. Gibt es allerdings nicht so viel zu looten. Aber hier gibt es eine Taverne. Da werden wir mal reingehen. So, zum Fass und Zapfen. Das ist schön. Jo, und da werden wir mal gucken, was es da Leckeres zum Schmausen gibt. Beziehungsweise, leck mich fett. Die haben sie sogar... Hey, Jungs! Her mit dem Glas, rasch! Wo, oh, sogar mit Musik. Wie ist die klein? Kniet die dort oder ist die wirklich so klein? Was geht hier vor? Fehlen ihr die Unterschenkel oder so? Kann das sein? Die andere ist aber voll vital, ne? Und der da hinten? Voll genervt. So. Echt? Na, wem sagst du das? Na, was guckst du? Ja, ihr habt hier schön, ne? Schöne Wände. So mit Graffiti beschmiert. Kann ich nichts sagen. Hier ist auch ein großes Festmahl. Aber richtig groß hier, ne? So, bei euch kann man nichts machen, dann gehe ich halt zum guten Tavernenwirt. Komisch, ist das ein Bug oder hat die wirklich keine Unterschenkel? Man weiß es nicht. Egal, wir sind ja nicht so. Hallöchen. Doch noch was anderes, aber das gehört jetzt nicht hierher. Sei gegrüßt, Herr. Was brauchst du? Ich denke schon den ganzen Tag an einen schönen Wein. Und zwar? Rot, weiß, rosé, trocken, halbtrocken, lieblich, Schweregrad, Rebsorte? Ich muss darüber nachdenken. Dann doch lieber eine Apfelschorle. Ich kenne mich ja überhaupt nicht mit Weinen aus. Ich kann nur unterscheiden zwischen Rot- und Weißwein und das war's schon. Jetzt trinke ich mal einen Schluck, allerdings kein Wein. So, und dann, ja, erzähl mal, gute Frau. Erzähl mir etwas über diese Gegend, ja? Was gibt es da zu erzählen? Dass der Herr dieser Lande, Monsieur de Bourbeau, die größte Arschgeige von Toussaint ist? Ach was. Danke, dann bin ich besser wachsam. Die größte Arschgeige? Da kennt die Frau mich noch nicht. So, komm, eine Runde, Quint. Und da können wir jetzt viel mehr Wetteinsatz machen, viel höheren Wetteinsatz. Quint, vielleicht könnten wir eine Partie spielen. Die ist voll hübsch, ne? Die hat schöne Lippen, finde ich. So, Skellige. Warte mal, da fehlen uns aber noch Karten. Folglich können wir es nicht nehmen. Gut. Dann haben wir hier Monsterkarten. Stufe 192, 173. Sagen wir es mal, komm, wir probieren es mal mit Monsterkarten. Was soll's? Was soll der Geiz, hat er gemacht? So, nördliche Königreiche hat die Dame. Verbrennen. Können wir das? Ja, das ist gut, das ist gut. Wir belassen das dabei. Und beginnen die Runde. Und wir haben mittelmäßige Karten. Ne? Mittelmäßige Karten hat er gemeint. Wir haben mittelmäßige Karten hat er gemeint, aber die hat... Ja, die ist auch mit gut dabei, muss man sagen. Ui. Ui. Okay, meine Liebe, dann probieren wir das mal. Da kommen noch welche mit dazu, ne? Yo! Sehr schön. 28 zu 12. Ja, aber durch das, dass der doppelt hat, ne? Durch das, dass der doppelt hat, hat er gemeint. Komm, dann hauen wir die noch raus. Wo kommt der Nebel eigentlich her? Wo kommt der Nebel eigentlich her? Wir checken mal.
Fernkampf, verdammt. Keine Belagerungskarte. Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Komm, was dann nehmen wir doch die. Nein! Jetzt wird's natürlich ein wenig kritisch, ne? Jetzt ist die Frage, was machen wir? Uiuiui. Wir müssen eigentlich ein wenig auf Risiko gehen. Warte mal, Anführerkarte, was besagt uns das? Verdoppelt die Stärke deiner Nahkampfeinheiten. Das ist geil. Komm, die nehmen. Yeah! So, mein Freund. Nein. Ich pass mal. Wenn ich Problem habe, passt der jetzt auch. Und ich habe ein Problem. Scheiße. Und ich habe ein Problem, hat er gemeint. So. Wir setzen den Fünfer ein. Nein. Shit. Ah, das ist bitter jetzt. Das ist bitter. Ach Gott, oh Gott. Ich glaube, das werden wir verlieren, liebe Freunde. Ich befürchte, das werden wir verlieren. Ich muss die leider Gottes einsetzen. Und das werden wir verlieren. So sieht es nämlich aus. Alter, hat er noch so einen. Okay, was? Und wir haben tatsächlich verloren. Ach, ist das bitter. Ist das bitter. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. So, wir haben natürlich die Karte. Ich hoffe, es funktioniert. Der wird jetzt natürlich aufpassen. Ach, der hat drei Karten. Ich glaube nicht, dass der nur noch so... Na, wir haben noch eine Viererkarte, aber das ist verloren, das, die Runde, Freunde. Okay, meine Monsterkarten sind ziemlich scheiße. Ich glaube, das können wir schon so sagen. Und jetzt ist es eigentlich. Wir verlieren mit 2 zu 1. Schade. Hexer, bitte, Meister, findet. Was? Bitte findet was? Entschuldige, aber. Willkommen zurück. Was Hallo. Darf es sein? Wir machen nochmal eine Runde, Baby. So. Natürlich wieder volle Pulle alles. Quint, vielleicht könnten wir eine Partie spielen. Aber diesmal andere. Kaiserreich Nilfgaard. Komm, wir nehmen mal die. Wir sind mal so frei. Hast du 100 Karten Limit erreicht? Ach so. Falscher Knopf. Mein Fehler. So, beide ins nördliche Königreich, ich bin gespannt. Und es läuft, Freunde.
Ja, ich glaube, da ist jetzt alles gesagt. Das wird wieder nichts. Das wird wieder nichts, hat er gemeint. Deswegen hauen wir mal hier. Klirrende Kälte ist Belagerungskarte, glaube ich, ne? Boah, Ciri, Alter. Klirrende Kälte ist jetzt die Stärke aller Nahkampfwaffen. Haben wir Nahkampfwaffen? Wir haben Nahkampfwaffen, ne? Wir warten aber mal sicherheitshalber ab. Jo, das Match 19 zu 17. Was nehmen wir denn? Sollen wir sie probieren? Komm, wir hauen mal die raus. Ja, es ist ein Ding mit dem Zaunpfahl, ne? Wenn wir jetzt die nehmen, warte mal, wir können Folgendes machen. Ich setze jetzt die ein. Okay, und so war es nicht geplant. Okay. Es ist halt alles nicht so leicht. Weißt du was? Wir tauschen jetzt den nochmal aus. Ui. Nein. Ja, damit hab ich jetzt gerade selber nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Ist es jetzt bitte? Ist das jetzt bitte? Was machen wir? Soll ich passen? Ich. Ach Gott. Bisschen schwierig. Die 7er Karte, ich weiß nicht, ob ich die legen soll, aber dann fühle ich auch nicht. Weißt du was? Soll ich passen? Komm, ich pass. Ich muss passen. Das ist, glaube ich, die vernünftigste Lösung, auch wenn es jetzt sehr, sehr schwer fällt. Dass ich das Spiel noch drehen kann mit den Karten. Wieso zieht der Norden die Könige eine zusätzliche Karte, Alter? Warum wird er zwei? Willst du mich verarschen? Willst du mich vergackeiern? Fuck! Die nächste Runde geht auch wieder an sie. So, ich bin am Zug. Das ist sehr schön. Was nehmen wir denn? Komm, hauen wir die mal rein. Hey, da die gleiche. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Dann kann ich ja eigentlich nur die nehmen. Ja, Freunde, jetzt ist es auch wurscht.
Komm, wir hauen mal die raus. Jetzt ist es auch wurscht. Ja, ich habe sowieso verloren, ey. Der hat 3 Karten mehr, schau her. Jetzt kommt er mit dem Scheiß daher, ey. Ich krieg auch gleich an zu viel. Jetzt ist es auch wurscht, liebe Freunde. Ja, ich hab verloren. Leider Gottes. So, und gleich ist es auch amtlich. Und jetzt ist es amtlich. Ah, schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Boah, die ist so stark. Was könnte ich noch nehmen für die Karten? Der berühmte Geralt von Rivia. Okay, also ich muss sagen, in Tosor, ne? Die Gewinnspiele. Willkommen zurück. Was darf es sein? So, das ist schon eine Herausforderung für sich, ne? Muss ich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir machen nochmal mit 50. Wind. Vielleicht könnten wir eine Partie spielen. So, lala. Dann hätte ich gesagt, nördliche Königreiche hat gar nicht geklappt. So, Goya Till auch nicht. Skellige können wir auch noch nicht machen. 192 Monsterkarten. Komm, wir probieren es mal. Nein! Oh, falscher Knopf. Okay, wir hauen mal die auf jeden Fall raus. Das ist sehr bescheiden. Und die hauen wir mal raus. Das ist noch bescheidener. Scheiße. Ah, Gegner ist am Zug. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Was ist eigentlich mit dem nochmal? Okay, dann machen wir die mal. Welche suchen wir aus? Nein, ich kann doch keine aussuchen. Nein. Ah, wieder für die Katz. Ah, wieder für die Katz. So, ich bin gespannt. Gegner passt. Gegner passt, hat er gemeint. Gegner passt, hat er gemeint. Jetzt machen wir Folgendes. Komm, wir hauen mal die raus. Die hat 2 Karten mehr. Ich krieg gleich an zu viel. Wir können ja auch, wir können ja dann... Na, mal gucken. Mal gucken, es könnte vielleicht klappen. Vielleicht jetzt noch starke Karten. Na. Na. Na genau, komm du mal mit deinem Wunder hier. So, dann nehmen wir den mal. 4er Karte. Jetzt könnten wir vielleicht, mit Glück könnten wir es schaffen, Freunde. Mit Glück könnten wir es schaffen, hat er gemeint. Boah, aber der hat so starke Karten auch. So, dann hoffen wir, dass wir auch jetzt noch ein bisschen Glück haben. Ja, gut, gut, gut. Gut, Freunde. Alles klar. Ich bin am Zug. Dann hätte ich doch gesagt... Nehmen wir mal die Karte. Aber der verdoppelt jetzt, ne? Ja, okay. Ja, okay, hat er gemeint. Okay, dann probieren wir jetzt auch mal wieder ein wenig unser Glück.
Ui, jo, da kommt doch einiges. Drauf zu, jetzt was. Wir sind ganz mutig jetzt. Jetzt hat er natürlich einen massigen Vorsprung. Aber wir sind nicht schlecht dabei. Wir sind nicht schlecht dabei, hat er gemeint. So was können wir damit machen. Wenn er keine Helden hat, dann spiele ich sie sofort aus. Die könnten wir eigentlich theoretisch gut mitmachen. Welche können wir noch? Den Wesemir. Wir könnten die oder die. Wir benutzen mal die da. Und dann haben wir noch die Wesemir-Karte. Yeah! Uiu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 
Der hat noch eine Kanne bekommen. Ich dreh durch. Ich dreh kaputt. Ich dreh völlig hohl. Das ist bitter. Das ist bitter. Alter Verwalter, ist das bitter. Na so, jetzt kann ich die einsetzen. Na, ich kann ja nur noch passen. Das ist sehr, sehr bitter. Schaut euch das an. Das ist doch sehr, sehr bitter. Alter Verwalter. Hexer, bitte, Meister, finde das Biest. So, was? Einmal machen wir noch. Entschuldige, aber ey. Willkommen zurück. Was darf es sein? Das gleiche wie gerade eben, Mäuschen. Quint, vielleicht könnten wir eine Partie spielen? Ich weiß nicht, was haben wir da noch zur Auswahl, Freunde der Sonne? Nördliche Königreiche. Wir probieren es doch nochmal mit Squirtle. Was verschiebt Einheiten mit der Fähigkeit Gewandtheit auf die für sie optimale Reihe, sofern sie nicht bereits dort befinden? Wollen wir mal das machen? Komm, dann nehmen wir mal das. Und starten das Game, Baby! Was? Der Fraktionsführer lässt sich entscheiden, wer das Spiel beginnt. Beginne ich oder der Gegner? Komm, wir machen mal den Gegner. Jetzt haben wir halt noch die Chance. Haben wir mal den raus. Und es ist schon wieder... Ach Gott, oh Gott. Es ist schon wieder zum rotzigen Rotz. Ja. Ich glaube, ich kann jetzt schon wieder aufgeben. Ey. Ah, und der ist auch unser Rittersporn. Die Karte, die geht mir eigentlich am meisten auf den Sack. So... Ein Drama, ich sag's dir. Und dieses Theater wird gleich wieder von vorne beginnen hier. Hey, du Pissbacke. Wirklich, boy. Die riecht mich auf, ey. Nämlich der hat als einziges hat er diese Fernkampfwaffe. Nein, was mache ich denn? Was mache ich denn, Freunde der Sonne? Das ist ja Nahkampf, ne? Nicht Belagerung. Was machen wir denn, hat er gemeint? Na toll. Sowas, was dir gebe ich, du Kribbel. Wo kriegt jetzt die auf einmal her? Es ist nichts zum Fassen. Es ist echt nichts zum Fassen. Ja, Gegner. Ja, komm. Es sieht, denke ich, wieder nicht gut aus für uns. Muss man so sagen, eindeutig. Ich befürchte.
Ja. Ich befürchte, dass es so kommt, wie es eben kommen wird, liebe Freunde. Der führt immer noch, ne? Ich passe die Runde. Was macht der Zipfelklatscher? Der hat noch zwei Karten. Jetzt hat er Daumen drücken. Daumen drücken. Uiuiuiui. Das wird nichts mehr. Verdammt! Ja! Yes! Yes! Es wird was! Ja! Wie das? Geil. 100 Kronen und noch was. Komm, Baby. Sehr riskante. Geil. Die gucken wir uns doch gerne mal an. Boah, das war jetzt aber auch hier ein hartes Stück Arbeit. Die Kuh haben wir noch mal rein, weil die ist richtig cool ist. So, hier haben wir schon mal, weil nichts finde. Das ist die. Geil, also richtig gut, ne? Wo kann ich die, ist die Seriskarte überall irgendwie? Also wisst ihr, was ich meine? Sieht aber nichts. Was? 10er Karte haben wir hier? Wieso ist denn die nicht mit drinnen, Freunde? Wieso hatte ich jetzt die 10er Karte nicht beim Kaiserreich Nilfgaard? Ich bin schockiert. Jo, und ich denke, das war's auch. Ja, dann hat sich's aber doch, muss ich sagen, gelohnt. Sehr schön. Hätte ich gesagt, machen wir hier eine Pause. Entschuldige, dass es jetzt wirklich eine ganze Folge nur Quint war, aber ich glaube, ach, der Kampf war nicht schlecht. Wir haben eine sehr, sehr gute Karte fürs Skellige bekommen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Für das Drama in der Kneipe. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis morgen, ja, zu The Witcher 3. Macht's gut. Servus, euer Franconia.